Ja Leute, willkommen zurück zu The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ich hatte auch hier eine längere Aufnahmepause. Es ist viel passiert. Da oben ist ein roter Punkt, von dem wir uns jetzt einfach mal nicht stören lassen. Ich vermute, er ist auf dem Turm. Ja, es ist viel passiert. Ihr seht es schon. Die Questmarker sind im Kompass nicht mehr grün, sondern nur noch auf der Karte. Folgendes ist passiert. Ich wollte gestern schon Skyrim aufnehmen. Und Skyrim hat sich gedacht, nö, ich funktioniere jetzt einfach mal nicht. Und stürze einfach jedes Mal nach dem Bethesda-Logo am Anfang auf den Desktop zurück. Weil es Spaß macht. Jetzt ist der rote Punkt oben weg, irgendwo reingegangen. Vielleicht kommt er jetzt gleich hier unten raus. Wir zücken sich jetzt mal die Waffen. Und haben ein Auge auf die Tür. Ich will euch das nichtsdestotrotz erzählen. Und zwar, ja, musste ich Skyrim neu installieren, alle Mods neu installieren. Der Mod mit den Questmarkern scheint jetzt nicht mehr einwandfrei zu funktionieren. Was dafür wieder funktioniert, sind die realistischen Trankgewichte. Das heißt, unsere Tränke wiegen wieder entsprechend der Größe geordnet. Ja. Alles ein bisschen seltsam. Ich hoffe, alles andere funktioniert. Ich hoffe, ich habe die Audioeinstellungen wieder so hingekriegt, wie das war. Wir werden es sehen. Wir stürzen uns jetzt erstmal ins Abenteuer. Auf jeden Fall habe ich wieder eine Odyssee mit Skyrim hinter mir. Habe eine ganze Zeit lang gegoogelt, woran diese Crashes to Desktop lagen könnten. Aber ich habe keine Lösung gefunden. Und wir gehen jetzt hier natürlich in den Totenkrähenfelsen rein. Und gucken mal, was uns erwartet. Sind immer noch im Nahkampf, wollen die Einhand maxen, auf 100 bringen. Was ich noch gemacht habe, ich habe Skyrim auf eine andere Festplatte installiert. Und hoffe, dass... Also nicht, ich hatte es vorher auf der SSD, habe es jetzt nicht mehr auf der SSD. Und hoffe, dass die Ladebildschirme nicht allzu lang werden. Ansonsten muss ich es nochmal deinstallieren und wieder auf die SSD packen. Hallo? Aber ich habe die Gelegenheit der Neuinstallation genutzt. Jetzt gehört ihr mir. Und habe es auf eine andere Festplatte installiert, weil meine SSD ziemlich voll ist und da das Betriebssystem drauf ist. Und ich da doch immer gerne noch ein bisschen Speicherpuffer habe, wenn das Betriebssystem drauf ist. Und deswegen, weil habe ich es auf immer noch auf eine recht schnelle Festplatte, aber eben auf eine klassische und nicht auf eine SSD. Wir werden es sehen, wenn die ersten Ladebildschirme kommen. Wo es schon mal lange gedauert hat, war, als ich selber den Spielstand geladen habe, um hier mit euch zocken zu können. Oh, lecker, ein Köpfchen. Oh, jetzt muss ich gucken, die Uhr läuft. Ich neige nämlich auch manchmal dazu, die Uhr zu vergessen anzustellen. Blabla, wups, ihr wisst, was ich meine. So, Salz und Knochenmehl und... Oh, was mich gerade total irritiert, ist, dass die Questplots nicht grün sind oben auf der Karte. Da komme ich gerade so gar nicht mit klar. Man gewöhnt sich so schnell an die Dinge, die eigentlich nicht selbstverständlich sind. Hier, Pilze, rauer Wulstling. Ja, dass man, wenn sie dann wegfallen, dass einem dann erst bewusst wird, wie essentiell sie für einen eigentlich geworden sind. Keine Gegner. Ich höre nur irgendwen ganz laut atmen. Und das ist ziemlich ekelhaft. Das erinnert mich, wir waren doch schon mal in einem Dungeon, der so ähnlich aufgebaut war. Holztür, Adept, abgeschlossen. Durch das Gitter, vermute ich, kommen wir am Ende wieder raus. So der klassische Dungeon-Ausgang, was man ja aus Skyrim kennt. Jetzt juckt es mich am Auge. Und wir gehen einfach... jetzt habe ich gedacht, hier predigen irgendwelche Priester. Wir schließen erstmal die Holztür auf. Gucken mal,
was uns dahinter erwartet. Hier geht's auf jeden Fall weiter. Dann gucken wir doch erstmal hier in den Raum. Oh, hier steht ein Ausdauertrank. Den nehmen wir natürlich mit einer Magierin. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Komm, 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 komm. Kommst du? Soll ich kommen? Was hast du beschworen? Also, Kack, Alma, Alma nach. Wie komme ich denn auf Alma nach? Wow! Ho! Ah! Hat die uns so derbe aus den Latschen gehauen? Kann ja nicht sein. Okay, sacken wir hier erstmal wieder alles ein. Juhu! Riesenkampf könnt ihr. Man hat übrigens gesehen, was war das? Dass ich wieder auf Meister gestellt habe. Das ist ja bei der Neuinstallation ist ja alles quasi bei Null. Sowohl die Soundeinstellung wird alles wieder zurückgesetzt. Und. Aber da die uns so aus den Latschen gehauen hat, eben bin ich mir sicher, dass ich auf jeden Fall wieder auf Meister umgestellt habe. Ich könnte jetzt nachgucken, aber das ist nicht, ist ja jetzt nicht nötig. Das hat man ziemlich deutlich gesehen. Deswegen hämmern wir auf die F5-Taste und machen es wie, wir gucken mal, wir haben doch... Beständiger Schutz. Dafür wird unser Mana allerdings nicht reichen. Was wir machen könnten... Wir könnten auf die Nebenhand mal den Zauber rüsten, die Heilung ausrüsten. Vielleicht können wir damit so ein bisschen was reißen. Ihr hättet nie herkommen sollen. Ja! 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 Komm schon, jawohl. Heilungszauber gar nicht benötigt. Trotzdem, aus Protest, weil wir ihn ausgerüstet haben, heilen wir jetzt auch. So, zweite Axt wieder her. Und, wo ist sie denn? Da. Also, oh, ein Dedra-Herz. Wie cool. Wie cool. Können wir bald auch wieder gebrauchen, wenn wir denn tatsächlich umskillen? So wie es ja so ein bisschen geplant ist von meiner Seite aus, dass wir dann irgendwann, mal auf eine andere Waffenkombination gehen. Auf, ich hab's, weiß nicht, ob ich es schon erwähnt hatte oder ob ich es schon genauer erwähnt hatte, dass wir uns, jetzt habe ich den Seelenstein genommen, auf den Bogen und auf den Zweihänder konzentrieren und vielleicht mal auf die leichte Rüstung. Müssen wir gucken. Könnte dann allerdings ein bisschen schwierig werden, das auf Meister zu machen. Vielleicht schraube ich dann die Schwierigkeit wieder ein bisschen runter. Heilung, Dwemer-Pfeile und Rolle der Massenlähmung. Alles klaro. Jetzt aber meine rechte Hand. Mit der Maus-Sensitivität, die ich eingestellt habe, bin ich auch wieder ganz zufrieden. Moment mal, wenn wir jetzt wieder zurückgehen und durch die Holztür kämen wir. Ah, wir gehen erstmal hier gucken. Wir speichern erstmal. Denn wir haben ja gesehen, so Eiszauber können uns mal eben ratzfatz aus den Latschen hauen. Da ist der Fallenausweg. Ja, leck mich doch. Zum Glück haben wir ganz gute Resistenzen. Und finden hier, habe ich doch gesehen, Seelenstein, Seelenstein, Schneebären und ein Spiel beim Bankett. Was uns nichts bringt. Okay, ja, wir können es aber mitnehmen, bevor wir es hier liegen lassen. Denn wir haben ja jetzt die Unlimited Bookshelves installiert. Ah, so geht das Gitter also hoch.
Und können jetzt unsere Bücherregale vollstopfen bis oben hin. Ja, ja, ja. Bisschen Feuerschaden. Na gut, ich bin ehrlich, ich habe den Auslöser schon wieder vergessen gehabt. Kabel von Headset, sei mir nicht im Weg. So, dann ist das der reguläre Weg. Dann will ich jetzt erst recht gucken, was hier hinter ist. Hoppala. Ah, und schon ist auf. Schlossklang sind wir auch schon bei 88. Notausgang. Reingucken. Können wir auch gleich mal testen, wie die Ladebildschirme so ausfallen. Ich bin ja mal gespannt, wenn er jetzt Himmelsrand lädt, was ja ein bisschen längere Angelegenheit ist, ob es so viel länger dauert als mit der SSD oder nicht, werden wir sehen. Ich trinke derweil mal einen Schluck. Nö, dauert nicht viel länger. Finde ich cool. Ich habe ein Glas in der Hand und höre ihn atmen. Hallo, hallo, hallo. Hier ist eine Truhe. Heilung ist immer gut. Wir werden jetzt diesen sagenhaften Ausblick mal genießen. Es ist immer noch... Oh. Nicht nur sagenhaften Ausblick, sondern Seelenstein und Pfeile. Ach ja, wenn es jetzt nicht so neblig und diesig wäre, dann könnten wir hier uns prima umgucken. Hier unten haben wir die Abgeschworenen erledigt. Da liegen sie noch rum. Da hatten wir ja auch gut zu tun. Und... Ich weiß nicht, ob wir da drüben auch noch hinkommen. Sieht aus, als wäre das einfach nur eine Steintür oder versteinert oder so. Mal gucken, ob wir da noch hinkommen. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt erstmal alles leer geräumt. Das finde ich cool. So, und hier wird ja jetzt automatisch gespeichert beim Betreten. Ich habe sogar ernsthaft das Gefühl, dass die Ladebildschirme einen Tacken kürzer sind. Und überhaupt, dass der PC nicht so arg belastet ist, wie er das vorher war. Ich weiß ja nicht, weil normal hat meine Grafikkarte immer ganz böse rumgerödelt. Und das ist jetzt, gut, vielleicht auch, weil wir in einem dunklen Raum sind, ist es jetzt nicht ganz der Fall. Wobei ich habe das Gamma, glaube ich, den Gamma-Wert ein bisschen höher gedreht als vorher. Hier ist irgendwer ganz böse schwer am Atmen. Das gefällt mir ja nun gar nicht so. Ich habe auch die Fußstapfen auf volles Programm gestellt. Ich weiß auch nicht, was es mit diesen... Oder heißt das, ist das einfach nur irgendwie ein Symbol? Das sind irgendwelche Knochen in Säcken oder so. Heißt halt, dass hier Abgeschworene sind. Du hast hier rumgeatmet. Hör auf damit. Cool. Ja, es wäre nicht der Totenkrähenfelsen, wenn hier nicht Hexenraben rumspringen würden, nicht wahr? So, Draskua, Hexenrabenfedern und Merunes Klinge, der Steinknauf. Das sieht aber nicht nach einem wirklichen Knauf aus. Nun gut. Aber egal, wir haben den Knauf gefunden. Das ist schön. Jetzt gucken wir uns hier oben noch um. Nehmen dich hier raus, dass du hier gar nicht auf dumme Ideen kommst. So, dann hätte ich gerne dich. Danke. Und dann hätte ich gerne dich. Danke. Und dich hat es natürlich erwischt. Du bist genau in diese... Seelenfalle gelaufen. Oh. Ihr hört es im Hintergrund schon. Coole Sache. Ein neues Wort der Macht. Furcht, Unbehagen. Ach ja, ich und meine Schreie. Ich hab hier so eine latente... Oh, ein Stein von Barentia. Schlüssel zum Totenkrähenfelsen. Ja. Ich habe anscheinend so eine latente Schreiaversion,
Das heißt, ich habe die Schreie, aber aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen setze ich sie nicht ein oder ich denke einfach nicht dran. Jetzt, dann halt von der anderen Seite. Durchsuchen, Ziege, nix da. Ich will den großen Seelenstein und ich will den Trank. Ja, wir gucken trotzdem mal immer so pro forma, was wir für Schreie ausgerüstet haben, die unerbittliche Macht. Und dann gucken wir mal, wo war das? Auf P? Auf P. Ne, Schreie sind hier. Unbehagen. Und die Schwachen sollen den Tum fürchten und vor Schrecken fliehen. Heißt, dass schwächere Gegner weglaufen, was ich eigentlich gar nicht will. Deswegen werde ich ihn erstmal nicht lernen, wie viele Drachenseelen. Wir haben 18 Drachenseelen. Leute, Leute, Leute. Sammle Drachenseelen. Aktivieren. Okay. Und komm, dann machen wir es vollständig und aktivieren Kühnes Frieden auch gleich. So. Und dann packen wir einfach alle Schreie in die Favoriten, weil in unseren Favoriten ist das ja jetzt alles schön geordnet. Das heißt, wir können hier ruhig alle Schreie reinpacken. Ja, und fertig. Okay. So, hier war noch eine Truhe. Die lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Zwei Dietriche, Dwemer Kriegsaxt des Entleerens. Aber Dwemer Kriegsaxt, ihr habt auch gesagt in unserem neuen Hauptquartier in Markart, dass wir der Statue dort ja ruhig eine Zwergenrüstung anlegen könnten, weil das passen würde und das finde ich eine gute Idee. Im Moment hat sie ja, glaube ich, die Drachenknochenrüstung an, wenn mich nicht alles täuscht. So, wie komme ich denn da drüben hin? Außenrum ja wohl nicht. So auch nicht. Moment. Truhe. Gold, 112. Prima. Aber wie ich da hochkommen soll... Habe ich gerade so keinen Plan. Können wir? Das probieren wir jetzt nochmal. Hier kommen wir ja hin. Wow. Schade. Ich wollte testen, ob wir darauf langlaufen können. Das können wir anscheinend nicht. Das heißt, hier wieder hoch und wir gucken nochmal, ob wir vielleicht irgendwie rankommen, aber... Vielleicht können wir hier rumgehen, aber sieht auch nicht so aus. Insofern lassen wir das einfach und machen an dieser Stelle einen Schnitt. Ne, Draku-Dingsda. Draskua, so heißt du. Und kümmern uns beim nächsten Mal um... Ja, um was eigentlich? Befreie die Windklippenhöhle von den Draugr. Das ist... Nein, jetzt habe ich hier... Wie ging das noch? Nein, jetzt muss ich wieder rumprobieren, wie dieser Questpunkt weggeht. Entfernen. Ich hab's. Wir können in Mortal müssen wir das Heft noch finden. Und in Dämmerstern nichts mehr. Da müssen wir dann nur alles hinbringen. Hier Boetia-Kult. Finde den Priester von Boetia. Das heißt, wir müssen nur noch in Mortal Merunes Klinge holen. Dann würde ich sagen, machen wir das beim nächsten Mal. Mortal ist die einzige Stadt, die wir noch nicht bereist haben. Das heißt, wir werden uns... Boah, ich muss auch mit dem Kartenmod nochmal gucken. Da scheint auch irgendwas nicht so ganz zu stimmen. Aber von wo aus begeben wir uns denn nach Mortal? Ich würde sagen, das gucke ich offscreen nach.
Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich würde sagen, ich mache dann hier weiter. Und wir reisen von hier aus dann dorthin, von wo aus wir nach Mortal gehen. Also für diese Folge bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Und beim nächsten Mal werden wir uns um das letzte Bruchstück von Merunes Klinge kümmern. Also Leute, bis dahin. Ciao, ciao.